1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 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 ah. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind Geralt von Riva und ich bin Ankh und wir legen los und folgen oder finden die Träumerin in dem Haus dieses Bankers. Denn er befürchtet, dass es hier drinnen spukt, was ich nicht glaube. Ich glaube einfach, dass hier Obdachlose drin waren. Und alles ein bisschen umgestellt haben. Himbeersaft. Okay, ich höre weinende Kinder. Hier ist doch irgendwas. Machen wir erst mal die Kerzen an. Ist nicht ganz so spooky hier. Als ob das was gebracht hätte. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Was ist mit der Dame los? Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Was ist denn hier los? Okay, Sarah? Wach auf, es ist nur ein Traum. Wach auf! Die Puppe. Der Dachboden. Na schön. Mal auf dem Dachboden nachsehen. Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Halt! Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Man kommt nicht in den nächsten Raum. Im ersten Stock stand eine Wiege. Was wohl passiert, wenn ich da eine Puppe reinlege? Stell das bitte hin. Das ist Blut. Nicht verschütten, bitte. Ich
Geh weg! Tu das nicht! Lass das! Noch ein Meisterwerk. Ein Ofen, ein verrußter Rost. Hurra, ein Rätsel. Ich sollte wohl einen Ofen suchen. Hab ich dich erschreckt? Stimmt's? Du warst erschrocken. Ein großer, tapferer Mann hatte Angst vor der kleinen Sarah. Ist das dufte? Ich würde das nicht machen, Sarah. Vielleicht erschreckst du mal jemanden derart, dass er dir was antut. Warum sollte mir jemand was antun? Darf man sich nicht mehr amüsieren? Was spielst du denn? Die Frau ist eingeschlafen. Und ich habe ihr ein paar fürchterliche Träume geschickt. Ich weck sie auch nicht. Das könnte ich. Lustig, nicht? Sehr lustig. Aber ich muss mit der Träumerin reden. Lass sie doch bitte aufwachen. Klein Sarah will nicht, dass sie aufwacht. Klein Sarah will spielen. Ich weiß, dass du ein harmloser Göttling bist. Aber andere wissen das vielleicht nicht. Und dann? Woher willst du wissen, dass ich ein Göttling bin? Woher, hm? Wenn jemand so aussieht und sich so benimmt, glaub mir, du bist einer. Du verschaffst der Träumerin Albträume und lässt sie nicht aufwachen. Warum quälst du sie? Ich quäle niemanden. Albträume sind toll. Vor allem, wenn das große Huhn mich jagt. Es hat so rote... Warum lebst du in einem Geisterhaus? Ich verrate dir ein Geheimnis. Es spukt dir überhaupt nicht. Ich tue nur so, damit das alle denken. Das Haus stand so leer rum. Da bin ich eingezogen. Dann hat's der Großkotz von der Bank gekauft. Ich mag Bankiers nicht. Erst recht nicht als Mitbewohner. Also habe ich ihn erschreckt. Du hast ihn wirklich arg erschreckt. Sieh mal, er hat so viel bezahlt für das Haus. Da gibt er nicht einfach auf. Du musst dir was anderes suchen. Will ich aber nicht. Will nicht, will nicht. Sarah, Novigrad ist kein Ort für einen Göttling. Aber wenn du hier leben willst, bitte, lass uns eine Abmachung treffen. Eine Abmachung? Lass die Träumerin in Ruhe. Und ich sag dem Bankier, dass man das Haus nicht von seinem Fluch befreien kann. Das würdest du ihm sagen? Und wenn er dir nicht glaubt? Ich bin ein Hexer. Er wird mir glauben. Ja, ja, ja. Ich verspreche dir auch, dass ich deine Freundin ganz und gar in Ruhe lasse. Du bist schrecklich nett, weißt du das? Das höre ich nicht oft. Danke. Dann weck die Schlafmütze auf. Ich mach nichts. Sie wird aufstehen. Aber deine gelben Augen sind schon ein bisschen unheimlich. Guck, meine sind hübsch. Guten Tag. Aber deine gelben Augen sind schon ein bisschen unheimlich. Guck, meine sind hübsch.
Wer bist du? Triss Merigold schickt mich. Götter, grässliche Albträume. Ich sollte die Geschichte des Hauses träumen, aber stattdessen sah ich hungrige Möbel, die mich fressen wollten. Ich weiß, es hört sich albern an, aber der Traum, er war viel zu real und gar nicht komisch. Das war ein Göttling. Sie wollte allen weismachen, dass es in diesem Haus spukt. Sie hat auch deine Träume mit ihren Scherzen garniert. Und du konntest mich wecken? Ach, welch ein Glück. Wir Hexer haben unsere Methoden. Ich danke dir vielmals. Diese Träume waren fürchterlich. Kann ich mich revanchieren? Kannst du. Ich suche nach einer jungen Frau, die in Novigrad gesehen wurde. Vielleicht kann ich dir helfen. Aber zuerst muss ich den Kopf frei bekommen. Er ist nach diesen absurden Träumen wie voller Spinnenweben. Triff mich im Goldenen Stör. Da habe ich ein Zimmer. Gut. Wir sehen uns dort. Ich sah Fräulein Corinne gehen, aber sie wollte nicht mit mir sprechen. Ist das Problem gelöst oder ist das Gegenteil der Fall? Eigentlich beides. Ein Dämon hatte sich Corinnes bemächtigt. Ich konnte sie befreien, aber im Haus spukt es noch immer. Hat sie die Geschichte des Hauses geträumt? Ja. Recht scheußlich offenbar. Sie wollte gar nicht drüber reden. Hier sollte niemand wohnen. All die Kronen, die ich bezahlt habe. Naja, ich lande schon nicht im Armenhaus. Das wird dir jeder sagen. Ein Hexer? Oh, bist du zufällig wegen der Nachricht hier? Eigentlich nicht. Aber worum geht's genau? Ich habe gehört, du suchst deine Begleitung. Nicht irgendeine Reise, sondern übers Meer. Hör zu, als ich 1242 zur Infanterie kam, habe ich meiner geliebten Letta versprochen, lebendig, unverletzt und mit einer Perle aus Gellige zurückzukommen. Einer seltenen und sehr wertvollen schwarzen Perle. So, so. Große Pläne. Vielleicht. Aber das waren leere Versprechen. Ich kehrte aus den Kriegen zurück, doch hielt nie mein Wort. Jetzt ist es aber soweit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Sache ist nur, ich bin inzwischen alt geworden, wie du siehst. Ich schaffe es nicht mehr alleine. Ich brauche eine starke Schulter. Und Hexer sind doch stark. Und? Was sagst du? Der Plan ist wirklich verrückt. Aber er klingt auch sehr reizvoll. Wenn du mich bezahlst, helfe ich dir. Mach dir um Geld keine Sorgen. Ich habe genügend von den Fronten mitgebracht. Dann treffen wir uns in Skellige, an der kaputten Brücke bei Arinbjörn. Der Ort, wo die schwarzen Perlen wachsen, ist dort in der Nähe. In Ordnung? Klingt gut. Wir sehen uns dort. Ich glaube, dass hier ich einen Herausforderer, der den Rambock unterwerfen will.
Was darf's denn sein? Was gibt's denn? Wiedersehen. Hier träume ich. So eine Seance wie diese habe ich noch nie gesehen, geschweige denn an einer teilgenommen. Ich werde dich leiten. Zuerst müssen wir mentalen Einklang finden. Ich stelle dir Fragen, du beantwortest sie. Es ist wichtig, dass du die Wahrheit sprichst. Suche die Antwort in deinem Herzen. Deine Gabe, wie funktioniert sie? Schwer zu sagen. Zuerst muss ich das Band zwischen der Person und dem Objekt verstehen, von dem ich träume. Ich stelle Fragen und versuche, Emotionen hervorzubringen. Obwohl mir die meisten Leute die Wahrheit sagen, gibt es immer noch welche, die nicht offen über bestimmte Dinge sprechen möchten. Manche Dinge nehmen sie gar nicht wahr, was die Sache noch verkompliziert. Was siehst du in deinen Träumen? Ich? Nichts. Es ist mein Kunde, der träumt. Meine Gabe besteht darin, die richtigen Träume herbeizurufen. Manchmal verschwimmen Albträume oder starkes Verlangen mit tatsächlichen Ereignissen. Dann muss ich die Spreu vom Weizen trennen. Fangen wir an. Erzähl mir zum Start, was du mit diesem Mädchen verbindest. Wozu? Bitte mach es einfach. Ich brauche die stärkste, vollständigste Erinnerung, die du hast von... Ciri. Der Name dieses Mädchens ist Ciri. Ich erledigte einst einen Auftrag, sollte meine Belohnung wählen und wählte das Gesetz der Überraschung. Hätte nie gedacht, dass ich das mir damals versprochene Kind treffen würde. Jahre später war ich im Brokilon-Wald. Dort traf ich zufällig ein Mädchen. Ich kannte sie nicht. Die Dryaden wollten sie behalten. Sie sollte eine der ihren werden. Aber das Wasser des Brokilon hat bei ihr nicht gewirkt. Ciri hat den Brokilon mit mir verlassen. Ich habe sie zurück zu ihrer Großmutter geschickt. Aber ich fühlte mich schon mit ihr verbunden. Durch das Schicksal? Durch etwas Stärkeres. Danke. Möchtest du noch eine Erinnerung mit mir teilen? Ja. Keine Eile. Wir haben Zeit. Ciri wurde während des Zweiten Krieges mit Nilfgaard zur Waise. Ich wusste nichts mit einem so kleinen Mädchen anzufangen. Also tat ich das, was ich mit einem Jungen tun würde. Ich brachte sie nach Kaer Morhen. Etwas Ausdauer, Kraft und Schwertkampftraining würde ihr schon nicht schaden. Ich weiß noch, wie sie auf einer bröckeligen Mauer stand. Ein Stein löste sich. Sie verlor den Halt. Ich konnte sie gerade noch auffangen. Meine stärkste Erinnerung ist aber diese. Eines Tages kam sie aus ihrem Zimmer. Sie trug ein Kleid und sagte, sie fühle sich unwohl. Da wusste ich, dass Ciri erwachsen wurde. Es war unvermeidbar. Ich konnte gar nichts dagegen tun. Verstehe. Willst du mir noch mehr sagen? Ja, ich glaube schon. Dann bin ich ganz Ohr. Das war nach ihrer Ausbildung in Kaer Morhen, nachdem Yennefer sie das erste Mal ihre Tochter nannte. Wir wurden getrennt. Ich wusste, dass sie in Gefahr schwebte. Ich habe oft von ihr geträumt. Ich fand sie im Schloss Stigga. Sie wollte dort Yen befreien und wurde dabei gefangen genommen. Sie wollten ihr wehtun. Ich erinnere mich, wie ich Seite an Seite mit Ciri kämpfte, auf Stufen, die vom Blut rutschig waren. Dort wehrte sie zum ersten Mal einen Armbrustbolzen mit ihrem Schwert ab. Ich sagte ihr, mach das nie wieder.
Diese Erinnerungen sind intensiv. Willst du weitermachen? Ich habe noch mehr zu sagen. Dann bitte. Es war in Riva. Der zweite Krieg mit Nilfgaard war gerade zu Ende gegangen. Trotzdem gab es noch Spannungen. Aus irgendwelchen Gründen brachen Rassenunruhen aus. Ich habe alles versucht, aber diese wütende Meute konnte ich nicht aufhalten. Da war dieser Junge mit einer Mistgabel. Rammte sie direkt in meinen Bauch. Auch Yennefer lag im Sterben. Ciri hatte uns auf ein Boot geschleppt. Wir fuhren an einen Ort, wo Apfelbäume ewig blühen. Sie ließ uns dort zurück. Dort sah ich sie das letzte Mal. Du sagtest, dass das Mädchen Fähigkeiten hat. Erzähl mir davon.